Hallo und herzlich willkommen bei Oxygen Not Included. So, und ihr habt ja viele Tipps gegeben. Auch den, dass ich ihnen mehr Zeit geben soll und so weiter. Ihr habt's recht. Ja, ihr habt's recht. Ihr habt's natürlich recht. Ich sollte ihnen mehr Zeit geben, muss geduldiger sein. Habt ihr vollkommen recht. Problem ist, das klingt so einfach. Da passt der Gasdruck nicht, weil wir da zwar Gas reinpumpen, aber nichts absaugen. Da hören wir auf. So. Dann Stress reduzieren. Ihr habt gesagt, die Dusche will ich jetzt seit ein paar Folgen bauen. Stimmt. Nicht die Konstrukt. Moment. Sondern nur Cancel. Achso, ziehe nicht X, genau. So, machen wir einmal weniger Arbeit. Da können wir es ruhig mit dem Boden leben. Da wird Wasser gereinigt. Sehr gut. Da sind im Prinzip beschäftigt. Zu den Fischen. Ja, auch mir sind da schon welche gestorben, ohne ersichtlichen Grund. Ich kann euch nicht sagen, wann genau die sterben. Bei dem, der mir damals gestorben ist, hatte ich das Gefühl, dass er irgendwo hängen geblieben ist, an einer Kante von einem Block. Und dass er deswegen gestorben ist, aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also da habe ich noch nicht rausgefunden, woran die sterben. Die tun es nur ganz gern. So, und was ihr noch gesagt habt, was auch vollkommen korrekt ist, sie brauchen mindestens 3 Betten. Wir schauen uns jetzt mal die Prioritäten an. Also da habe ich damit das Füllen und mit die Gase aufhören relativ hoch gedrückt. Das setze ich jetzt einmal runter auf 6. So. Die Priorität zum Bauen hier setzen wir auf 5. Die Prioritäten da haben wir eigentlich alle eh. Das ist auch zu hoch. Sagen wir mal 7. Die Forschung könnten wir auf 7 geben. Das Frischwasser müssten wir dann auch noch reinholen. So. Da haben wir einen Loudsleeper. Ihnen fehlt der Sauerstoff, ja. Da unten haben wir jetzt ein bisschen Sauerstoff. Das heißt, wir könnten schauen, dass das darauf geht. Beziehungsweise da haben wir ja auch Sauerstoff. Ich glaube, das da wäre ziemlich wichtig. Haben sie eh schon 7. Und noch wichtig wäre, dass wir jetzt Betten bauen für die Leute, die noch keins haben. Machen wir es mal so. Genau. Wie weit bin ich denn mit der Forschung? Ich bräuchte... Okay. Was erforschen Sie gerade? Eh das da, oder? Okay. So, dann schauen wir es hier noch einmal. Das schaut gut aus. Mein Stresslevel sinkt derzeit gerade. Mildred, Ernestine und Suki bräuchten die Bank.
Zuki liegt drauf. Da kommt die Mildred. Und da kommt Ernestine. Irgendwie schaut Ernestine so männlich aus. Egal. Nicht drüber nachdenken. Einfach nicht drüber nachdenken. Aufwischen ist wichtig. Da. Das Lager da ist jetzt nicht so schlimm, wenn sie es nicht machen. Und wie schaut es da aus? Ziehen sie am Sauerstoff produzieren. Kontaminierter Sauerstoff, der steigt gleich eh nach oben. Werbetoxic. Ich brauche noch was, nämlich. Achso. Das machen wir mit normaler Priorität. Und zwar bauen wir. Achso, da ist eh einer. Da wäre einer. So, wie man sieht, sind die alle voll im Arbeiten. Ja, zu wenig Essen. Oh, da rastet einer gerade wieder aus. Haben es gerade nicht und da produzieren sie Essen. Da haben wir immerhin noch 3 Früchte, die fertig sind. Machen wir es mal so. Und das können wir jetzt wieder reparieren. Und der stinkt. So. Hatte ich mir schon überlegt, wohin damit? Nein, hatte ich mir wahrscheinlich nicht. Die Dusche. Wo haben wir den Pio? Da unten haben wir die Reinigung. Da geht das saubere Wasser. Da bauen wir gerade die Pumpe für das saubere Wasser. Das saubere Wasser läuft dann hier entlang. Was bleibt im Prinzip dabei, da wäre am sinnvollsten. Ah, das Wasser hat es fast abgesaugt. Sehr gut. Dann können wir es natürlich da bauen. Der Gen stinkt vor sich rum. Er kotzt hier. Ach, da oben, okay. Da ist es okay. Da darfst du. So. Das darfst du ausgraben. Das hier. Sehr gut. Oh, wieso sind wir ganz schnell? So. Ich habe immer noch Hunger. Sie sind immer noch gestresst, logischerweise. So, da haben wir die Türe. Ich kann mir einen neuen Duplikant holen.
werden jetzt gestresst. Ernestine, Hassan und Mamoru. Ernestine liegt da. Mamoru. Und wer war der dritte? Hassan. Also. Jetzt haben wir hier soweit alles. Da läuft eine Dreckwasserleitung. Ach, die überfordern die alle. Das heißt, ich mache vor dieser Pumpe. Ach, weißt du was? Wir machen hier mal zwei rein. Daneben machen wir zwei davon. Kann ich nicht. Ich kann nur eine machen momentan. Das gehen wir jetzt auch auf relativ hoch. Wartest du mal. Das darfst du auch bauen. Dann möchte ich eine Wasserreinigung haben. Und zwar am besten hier. Machen wir's. So. So. Das Einfachste. Den Strom. Ach, Moment mal. Ich habe gehört, in der Qualz nicht. Und die Leitungen im Raum rumliegen. Gut, dann ändern wir das halt. Dann kriegen sie das halt nicht mitten im Raum. Sondern so. Ach, die brauchen gar keinen Strom. Stimmt ja. Und dann geht's los. Wasserleitungen. Da kommt sauberes Wasser raus. Sauberes Wasser kriege ich aber auch von unten. Dreckwasser. Dreckwasser. Wird verbunden und rennt dann da rein. Das saubere Wasser. So. Dreckwasser läuft dann hier hinein. Genau. Das heißt, das müsst ihr bauen, das müsst ihr bauen. Die Leitungen müsst ihr natürlich bauen. Hier diese Leitungen. Die darunter. Genau. Dann kann ich nicht hier abbauen. Deconstruct Liquid Pipes. Man kann das doch auch, wenn man da in der Ansicht ist. Genau. So. Liquid Pipes. Weil die eine Wasserreinigung da unten ist ja echt überfordert damit. So. Wie weit geht denn die? Bis daher. Na bumm. Genau. So, und dann brauche ich natürlich auch noch den Auslass. Ja, im Prinzip egal, ich kann es ja genau. Achso, nee, warte, da bauen sie es nicht. Da würden sie es bauen, was soll's? Ist ja egal.
Auch das relativ hohe Priorität. Sie bauen da noch an den Leitungen. Jetzt brauchen wir saubere Wasser. So, da. Kommt zusammen. Ach so, das erste wäre ja sauberes Wasser. Läuft hier. Läuft dann hier. Läuft dann hier rüber und stellt sich dann hier an. So, damit werden wir mal der Abfluss geben. Jetzt haben wir hier die Pumpe, die sauberes Wasser rausbringt. Der Purifier steht blöd. Und im Prinzip, das funktioniert ja ganz gut bisher. Kann ich da... Wer flippt schon wieder aus? Mildred, Zuki und Sadie. Mildred. So. Okay. Find's nur lustig, dass... Also gut, ja, weil ich jetzt immer wieder gesagt habe, macht's was anderes. Ich habe 11 Einwohner und ich habe schon wieder einen, der mir das da unten kaputt macht. Ich mag sie. Ich hab sie ja so gern. Warum bauen sie mir das da nicht? Das da fehlt auch noch. Danach müssen sie mal diese Leitungen hier bauen. Und diese hier. Das ist angebunden, diese Leitung hier. Diese hier aber noch nicht. So. Genau. Damit die Armen endlich wirklich eine Dusche bekommen. So. Stellt sich mal vor, ihr müsst dauernd mit jemandem zusammenwohnen, der nur rumstinkt. Na klar braucht ihr eine Dusche. Meine, ich kann es auch großflächig machen. Wo sind nochmal die Leitungen da? Okay, jetzt habe ich das leider immer unter die Leitung, unter die Leiter gelegt. Weil da kann ich keine Bridge bauen, Schatz, ja. Kann man nur dort machen, zum Beispiel hier, wo nichts ist. Ich muss auf jeden Fall einmal über eine Leitung drüber. Irgendwo muss ich über diese Leitung drüber. Das erste ist jetzt mal, dass ich sage, die Prio. Es wäre wichtig, dass ihr auch das fertigstellt. Das jetzt nicht, aber das hier. Da oben haben wir ein fertiges Essen. Und es wäre natürlich auch gut, wenn ich den Leuten, die immer noch kein Bett haben, endlich ein Bett besorgen würde.
Allerdings wäre es natürlich gut, wenn ich das im Sauerstoff, in der Sauerstoffzone machen könnte. Den braucht es vielleicht bald gar nicht mehr reparieren, wenn ihr das da unten fertig bauen würdet. Da rennt's runter, okay. Okay, das quält mal weniger hier. Oh Mann, da auch. Leute, macht's mir doch die ganze sauberen Sauerstoff wieder dreckig. Könnt ihr nicht machen. Geht nicht. So, oh, da fehlt der Boden und dem ist schon ganz. Mist. Priorität ganz, ganz hoch. Was kann der mittlerweile tun? Der könnte jetzt das bauen. Kann ich ihn irgendwie runtergraben lassen? Ja, du kannst doch da bauen. Da. Genau. Baust dich einfach raus. Da auch. Du solltest da runter. Gut, er tut's nicht. Danke, Pia, du bist ein Lebensretter. Machen wir das damit. Da. Sehr gut. Wieso bauen sie das Teil nicht? Weil sie keinen Granit finden. Liquid Pipes. Dann baut es aus Sedimentgestein. Mir ist das ja im Prinzip egal. Unreachable. Na gut, ja, weil da unten der Boden auch noch fehlt. So. Könnt ihr jetzt hier den Armen nachher endlich mal befreien, da? Da habe ich keinen Loudsleeper dabei. Ich werde den nachher wahrscheinlich wieder abbauen, weil sie mir zu eng stehen. Aber fürs Erste... haben wir dann für die meisten mal ein Bett? Ah, da haben wir schon was rein, dann. Okay. Ja, der braucht dringend Hilfe da. Und ich brauche jetzt die Leitungen. Muss mich da endlich. Genau. Das Wasser kommt hier raus. Ich brauche mindestens eine Liquid Pipe. Eine Liquid Bridge. So, wir könnten... Da können wir es also nicht bauen. Da könnte ich sagen... Machen wir das einmal so. Und dann sagen wir, wir brauchen ein Teil. 1, 2, 3, 4. Hier. Setzen das hier mal auf Prio 9. Das hier auch. Wenn schon dabei sind. Muss halt jetzt schauen,
wie ich das eine da drüber kriege. So, während sie das bauen. Deconstruct, gehen wir auf die Liquid Pipes. So. Gut, sie sind da dabei, also kann ich das hier abbauen. Research complete, sehr gut. Das ist ja wunderbar. Das heißt, ich habe jetzt auch die Yes-Scrubber und ich habe vor allem den Liquid Filter. So, die habe ich schon. Wäre natürlich auch nett. Oder das wäre auch super, aber das habe ich bisher ehrlich gesagt am wenigsten braucht. Ich brauche jetzt einmal das da. Weil Chlor stellen wir jetzt hier. Genau. So. Ganz genau. Da baut die Leitung. So. Dann kann ich nämlich sagen, ich brauche eine Wasserleitung. Jawohl, da kann ich runtergehen. Ich brauche jetzt eine Wasserleitung, die mir von hier hinübergeht. Da verwende ich dann eine Bridge. Grün ist der Einlass, weiß kommt raus. So. Und so. So, jetzt renne ich hier, wo die Türen sind, dass ich das Kabel durchrennen. Kabel, die Leitung. Priorität. Macht's mal. Priorität, macht's mal schnell. So, der erste. Das ist fertig, das heißt, den weg damit. Ich brauche jetzt was, wenn wir das da in drei Höhe haben, machen wir das hier auch in drei Höhe. So. Da brauche ich glaube ich auch noch einen Strom, oder? Ne, für die Brücke nicht, nur für die Filter. Sehr gut. Und dann können wir es endlich duschen gehen. So, wie schaut es jetzt mit dem Sauerstoff aus? Der da unten müsste jetzt auch ordentlich Sauerstoff liefern. Genau. Geht das schön nach oben. Da könnte man eigentlich sagen, braucht erstmal nichts durchgehen. Damit verschwendet man nicht alles. So, danach. Ja, wir haben hier auch noch nicht fertig. Wir müssen schauen, dass da der Sauerstoff reinkommt. Aber gut, jetzt haben wir dann erst einmal die Wasserleitung. Ah, der funktioniert schon mit dem Dreckwasser. Was. Ach, da gibt es schon Dreckwasser. Cool. War schon, wer duschen? Woher kam denn das saubere Wasser? Ich bin ja aber neugierig. So. Dick. 9. So. Oh. Pierre, Eugen und Mildred. Pierre, bitte auf die Bahn. Pierre und Mildred. So. War das der Pierre oder der Pierce? Ne, der Pierre. So, genau, das habe ich mir vorher gerade gemacht. Sehr gut. Das heißt,
Die Gasleitung kann ich dann auch bearbeiten, die ich hier habe. Gas ist Temperature, Light, Liquid, Gas. Ja. Das wollte ich aber nicht, sondern so. Das heißt, ich kann ihm sagen, das kontaminierte Sauerstoff bleibt da. Und darunter bringen wir Oxygen hierher. Oh, das ist rot. Braucht dann Air Scrubber. Den kann ich jetzt eigentlich auch schon bauen. Aber der ist zu breit. Wo bräuchte ich ganz dringend einen Air Scrubber? Gut, das wird sich jetzt rausstellen. Hier wäre er gar nicht schlecht. Oder hier, warte mal. Genau, das ist ja Carbondioxid. Das ist ja eine... Ach so, Achtung, da rennen überall jetzt Leitungen. So, was sagt das? Die Batterien sind noch gut. Der produziert Sauerstoff. Da fehlt noch was. Das heißt, mir fehlt noch... Oh, ja klar. Wenn ich da die Prio 5 drauf lasse, bounce das nicht. Oh, das ist auch fertig, bitte. So. Ja, mach noch kontaminierten Sauerstoff. Ich verstehe schon. Der Rest ist aber soweit fertig, oder? Da kommt das Wasser schon runter. Sehr gut. Jetzt werden wir gleich sehen, ob da schon Sand drin ist. Nein, so war das nicht geplant, Leute. Ach, Scheiben, ich bin doch auch doof. Deconstruct Liquid Pipes. Das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, das hier. Mhm. Bin so doof. Ja. Ja, im Prinzip könnte ich das Ganze da abbauen und da auch. So, also, Liquid Pipes, aber die sind mal richtig. Ich habe sogar noch dazu gesagt, was wozu ist. Wieso habe ich dann falsch gebaut? Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. So, das ist der Eingang. Eingang, Moment, Cancel C. So, Liquid Pipe. So, Eingang ist grün. Logischerweise. So, Ausgang ist weiß. Oh Mann. Ich wundere mich noch, warum da unten schon Dreckwasser ist. Jetzt ist mir klar. Wenn ich Scheiße baue, kann nur Scheiße rauskommen dabei. Das ist ein Loudsleeper, ja. Die Betten haben es natürlich auch nicht gebaut. Und da oben ist nicht sehr gut zum Überlegen. So. Da unten rinnt ein bisschen kontaminiertes Wasser rein. Und hier, glaube ich, baue ich wirklich den Air Scrubber. Da habe ich im Prinzip sauberes Wasser. Sauberes Wasser. Und das hier ist... sauberes Wasser. Das wäre ideal. Moment, das geht ja. Deconstruct. Dann baut die Leitungen bitte neu. Aber dieses Mal richtig.
sag doch extra grünes ein und weißes aus und baust trotzdem verkehrt. So. Mit den Leitungen seid ihr fertig. Das auch, das heißt, das Wasser läuft. Jetzt können wir den Zuschauern beim Duschen gehen. So. Am liebsten würde ich jetzt den Eugen direkt reinschicken. Ich glaube, da kommt der Erste. Ernestine ist schon duschen. Ruby ist duschen. Sehr gut. Wunderbar. Der Erste ist mit der Dusche fertig. Jetzt kommt die Nächste. Der ist auch fertig. Sehr gut. Bitte der Nächste duschen. Beyond Reach, warum? Weiß ich gerade nicht. Da haben wir doch massig Essen. Boah, da ist rot. Den habt ihr noch nicht dekonstruktet, nein. So, die Duschen laufen. Das ist sehr gut. Und die WCs kriegen wir jetzt auch noch, beziehungsweise jetzt könnten wir sogar ein zweites WC bauen. Wie schaut es denn jetzt da aus? So. Also, da wollen wir das Sauerstoff abbrechen, abblocken. Da schaut es eigentlich ganz gut aus. Der hat nur Prio 5, gell? Ich würde hier... Oh, ich sehe gerade, wie lang die Folge schon wieder ist. Aber dafür haben wir die Folge echt viel geschafft. Wir haben nämlich jetzt Duschen und WC. So, ein Air-Scrubber. Leitungen brauche ich nicht hinbauen. Das ist verbunden. Liquid Pumps. So, sauberes Wasser. Einmal hier. Dreckwasser. Muss ich jetzt eigentlich da hochbauen, ja? Ja, unter Umständen bräuchte ich dann halt einfach noch eine zweite Purify. Wenn es gar nicht anders geht, dass ich es auftrenne. Oh, das ist schon fertig, cool. So. Aber dann habe ich hier zumindest mal ein Teil, das mir Carbondioxid rausfiltert. Ich hab schon gesehen, das habe ich auf Prio 9 lassen. Ist aber okay, dann liefern sie den Sand immer relativ schnell hin. Also ich würde sagen, die Duschen werden genutzt und sie freuen sich drüber. So. Mamoru, Ernestine und Pierre. Mamoru. Ernestine. Und Pierre liegt eh schon da. Gut, die Duschen, die mögt ihr, das ist schon mal sehr gut. Ihr werdet auch das dann mögen. Da rennt das Wasser wieder rein, das ist sehr gut. Da
Okay. Wenn sie jetzt noch Betten bauen würden, dann könnten endlich mal alle im Bett liegen. Ich glaube, damit beschäftigen wir uns in der nächsten Folge. Ich sage für heute mal tschüss, tschau, baba, und wir sind echt weit gekommen. Immerhin haben wir zweimal die Möglichkeit zu duschen hier und einmal aufs Klo zu gehen. So, machen wir das zu und ich sage tschüss, tschau, baba. Bis zum nächsten Mal.